Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit einer weiteren Folge Spielerkarriere beim FC Kaiserslautern. Und ja, das letzte Video ist schon ein paar Tage her. In der Zeit hatte ich halt ein paar Orakels aufgenommen und so. Und wegen meiner Arbeit habe ich auch nicht so viel Zeit. So, ich guck mal gerade hier. Aktueller Vertrag. 3er-Packs, 0 von 3. Flair-Pässe. 0 von 1. Flair-Tore. 0 von 1. Okay. Pässe per Kopf habe ich alles erreicht. Einsätze habe ich auch. Dann gehen wir nochmal zurück hier. Tabelle. Gucken wir uns die Tabelle mal an. Ich bin Erster in der zweiten Bundesliga hier mit 18 Punkten. 6 Siege. 0 Unentschieden. 0 Niederlagen. 14 Tore und ein Gegentor. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, als nächstes geht's gegen Osnabrück. Ja, gehen wir mal weiter hier. So, ein Sonntagsspiel sehe ich gerade. So, Training mache ich wie immer. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Wir machen mal hier passen. Heiße Kartoffeln, keine Ahnung. Getimter hoher Pass, überwinden und flanken. Ach, machen wir das mal. Zweite Übung. Schuss vielleicht hier. Lupfer. Machen wir mal Lupfer. Und die dritte Übung. Standards. Machen wir mal Elfmeter-Duelle. So. Tun wir mal simulieren. Ah, es bleibt immer bei D. Also ich muss wahrscheinlich irgendwann mal Trainings selber machen. So, dann spielen wir mal. Mal gespannt. Das ist heute ein Spiel, das es in sich hat. Wir auswärts in Osnabrück. Also in Osnabrück und wir spielen auswärts so. So, mal gespannt, was für eine Leistung ich hier verbringe. Erreiche eine Spielerwertung von mindestens 8,5. Fange zwei Bälle in der gegnerischen Hälfte ab. Verbuche mindestens zwei Tore. Nee, wir machen das erste. So, schauen wir mal. Lautern ja gestern. Oder. Ja, gestern. Leider verloren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Es herrscht eine unglaubliche Stimmung. Alles bereit für ein echtes Fußballfest. Haben 1-0 geführt gestern und dann trotzdem noch 2-1 verloren. Das ist bitter. Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Er hält drauf. Haut er den da ins Tor. Sehr schön. So, wir überspringen das mal hier. Sonst dauert das Video so lange. So, weiter geht's. Für der FCK mit 1:0. Wenn das Real Life auch mal so leicht wäre. Da ist der Ball hier erstmal weg. Ach, jetzt verlieren sie den Ball. Verdammt. So, holt euch den Ball wieder. Komm. Ran an damit die Buletten. Ist dieser Angriff erstmal beendet. Ja. Ja. Nein. Och, Minu. Komm. Na, nee. Torchance. Komm. Und den Ball hält er. Oh, was war das für eine Torchance? Komm, gib mir den Ball. Ritter. Ich doch mal hier abgeben. Void. Ja. Außen hätten sie jetzt Platz. Ball kommt rein. Oh, schade. Das wäre eine schöne Flanke gewesen und Tor. Aber ja. Komm, gib mir einen Ball. Jetzt könnte der Pass kommen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Nein. Gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Da waren zu viele Spieler an mir. Stadion, ein Tor ist gefallen, rüber ins Studio, da gibt es alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC.
So, heute spielt ja Bayern gegen Köln. Orakel kam ja heute um 12. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. 21 Minuten sind gespielt. Interessante Info, danke schön dafür. Ich will das gar nicht wissen, was da hinten dran passiert. Ball ist unterwegs. Mit dem Geschwafel. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. So, Abstoß. Komm zu mir, komm, komm, komm. Nein, ach, was macht die denn? Zu spät gedrückt wahrscheinlich. So. Ritter. Ritter Sport, komm, mach. Also Schnelligkeit muss ich noch ein bisschen üben. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ach. Eigentlich, aber dann doch zu hoch. Verdammt. Ja, die Gäste sind ja auch besser. Mal Tor machen, dann glaube ich, können sie das Ganze relativ entspannt angehen. Ach, und er verliert den Ball. Sie haben den Ball und sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Muss ich da noch in der Abwehr helfen hier? Ja, was soll denn das? Komm, mach. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Wien Wiesbaden. Der neue Spielstand damit 1 zu 1. 35 Ui. Minuten sind gespielt. Dankeschön für diese... Dankeschön. Der Ballverlust. Da ist er alleine durch. Ja. Yeah. Und jetzt sind sie mit 2 Toren vorne. Sehr schön. Stürmi hat wieder zugeschlagen. Sehr schön gemacht. Das Tor in der Wiederholung. Boah, der Ball kommt enorm wuchtig, da gibt es nichts mehr zu halten. Oh, 2-0. Sehr schön. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Schön durchgesetzt. Ah, ich wollte gerade abspielen, verdammt. Ach, hätte ich mal einen Ticken früher gedrückt. Nachspielzeit wird angezeigt, eine Minute. Verschwindet. Die Chance. Ja, alles. Ach, schade. Klasse geklärt. Schade, schade. So, wir hören. Ja, erste Halbzeit vorbei hier. 2-0 für Laudern. Ein Tor durch Ache und ein Tor durch mich. Ja! Und weiter geht's direkt. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. FCK. Ache. Ja. Da ist die Chance. Komm, ich spiel hier runter. Der muss doch drin sein. Nein. Achte auf besseres Timing. Ah, yeah. Was soll ich noch achten? Auf die Position, Timing. Es gibt einen Wechsel. Vielleicht können Sie diese Stehe ich denn hier? Anschlusstreffer nutzen, die Fans hoffen drauf. Oh. Aber er kann erstmal durchatmen. Komm, hopp, ab nach vorne mit dem Ding. Aha. Gutes Dribbling jetzt. Oh, ich darf nicht mal abseits stehen. Nein, ich hab doch gar nicht. Ich hab nicht angefordert. Nee. Haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Sehr gut aufgepasst. Ach, Kleinhansel, Alter. Jetzt wird's gefährlich. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Geht zurück. Ja. Geht mir nicht auf den Piss. Es wird eine Auswechslung geben. Oh Mann. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. Sehr schön. Ach, was treiben die da hin? Elvedi. Machen Sie gut, schöner Steilpass. Richtige Entscheidung. Er zeigt abseits. Abseits. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Ich wieder einen hier auf OP gemacht. Ach, ich bleib hier vorne. Das sieht vielversprechend aus. Müssen das selbst regeln, ne? Komm, geht drauf. Der Fried. Der war da auch mal bei Bayern. Ich weiß gar nicht, ob der da hin ausgeliehen ist, nach Osnabrück oder.
ob die den gekauft haben. Oh. FCK. Ach, das ist doch nicht wahr. Nur noch der Torwart vor sich. Immer noch die Chance. Er macht ihn nicht. Auf diesen Ball. Klasse Parade. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach keinen. Oh. Ach du Scheiße. Schade. Spein hat das zweite Tor gemacht. Ey, Ache, komm mal da hinten aus dem Abseits raus. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. 4 Minuten schnell gegangen hier. Komm, geh doch drauf. Eine gute Jawohl. Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke. Ecke, und bam. Jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Die Ecke kommt. Halten. Eben, spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Jetzt Jawohl, gewonnen. 2-0. Das war's für heute. Sehr die schön. Die Gäste sind also der Sieger dieser Begegnung in der Liga. Sehr es schön. Wird also dieser klare Liga Schauen wir mal. So, Leistung. 8,7 habe ich. Ache hat 8,3. Zifzi 8,1. Und Beuth eine 7,5. So, schauen wir mal. Spielerentwicklung. Oh, ich habe nochmal 3 Skillpunkte. Das ist immer sehr nice. Dann hauen wir die direkt mal hier rein. Spielerentwicklung. Wo machen wir sie denn hin? Tripling vielleicht? Ballkontrolle. Oh, hier haben wir Tripling. Ballkontrolle. Körper vielleicht noch. Reaktion. So. Dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, gegen Nürnberg. So, wieder Training. Warte mal, hier trippeln könnte ich doch mal machen. So, trippeln. Ansturm und schwierige Ballkontrolle. Ah, gut, machen wir mal. Übung 2. Passen auf außen. Keine Ahnung, was das bei mir bewirken soll. Schuss durch die Tore, okay. Alles simulieren. Ja, ich weiß, dass jetzt wieder D kommt. Aber mir wurscht. Dann gehen wir mal hier ins nächste Spiel gegen Nürnberg. Ich wieder auswärts. Dieses Video nur mit Auswärtsspielen. So, ich bin mal gespannt. Wir überspringen das hier mal. So, erreiche eine Spielerwertung von 8,5, erreiche ein Teamballbesitzquote von 60%. Ich probiere das mal. Ein Tor machen. Zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans hier im Max-Morlock-Stadion. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir dabei sein dürfen. Beuth, Alter. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Den Ball kann erklären. Macht er ihn! Boah. Die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Torhüter in die Arme gespielt, in die Hände gespielt. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Ball kommt schön nach innen. Den hält er. Wir haben sie und damit haben sie auch in diesem Auswärtsspiel beste Chancen. Denn das ist ja einfach ein Ausrufezeichen. Da weiß jeder Gegner, oh das wird schwierig. Jetzt die Chance. Ah, schade. Schade. Ich mache eine Ecke? Das geht nah ab. Ecke kommt.
Ach. Gut geklärt, das war wichtig. Ja, der Schuss jetzt. Ach, unmöglich. Daly. Vielleicht kenne da fast gar keinen mehr hier. Bei Nürnberg. Fuchs. Ist das Christian Fuchs? Ich weiß nicht mehr. Oh. Ich weiß nicht, warum die jetzt so kreischen, die Fans. Einfach stehen gelassen. Die wollten bestimmt einen Elfmeter. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Ja, wissen wir noch nicht. Ecke kommt ins Zentrum. Oh, oh, oh. Keine große Mühe hier. Komm. Bei diesem ungefährlichen Ball. Komm, mach doch. Ich spiel nicht so lang rum. Ritter. Ach. Pass abgefangen. Was treiben die denn da? Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Und die Chance, da ist die Führung. Ja. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total. Sehr schön. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Da ist ja das Tor. Stürmi mit der Nummer 7. Da ist das Tor nochmal und wir sehen es ja, setzt sich durch, setzt den Körper ein und macht dann eiskalt das Tor. Sechs Tore in. Ah, ich hab's nicht gelesen. Sie sind jetzt also in Führung. Ach. Oh, tut mir aber leid. Klasse 2 Kampf. Jawohl. Und ich als RF. Sehr gut aufgepasst. Außen werden die Räume jetzt da für ihn. Nein. Es gibt einen Treffer im Spiel der Hertha. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Torschütze Florian Niederlechner, das ist sein Spiel. Er lauert da immer auf einer Höhe mit der Abseitslinie, aber das Zuspiel im genau richtigen Moment. Eiskaltes Tor. Neuer Spielstand damit 0:1 für Lautern. Sind hier 43 Minuten. Danke für das Update. So. Mal überspringen hier, fortsetzen. Machen hier nicht lange Spirätzchen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. So. Gucken, ob ich noch irgendwie ein Tor mache oder nicht. Boyd, super, was machst du da? Kann man nicht verstehen, was er da gemacht hat. Oh, Handwerker. Was war das für ein Ball, Alter? So, hat hier voll den Bogen gemacht. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Er schießt. Huiuiui. Überhaupt nicht gefährlich. Sie sind natürlich im bisherigen Spielverlauf einfach noch zu ungefährlich. Da machen sie es der Abwehr zu leicht. Wenn sie diesen knappen Rückstand noch irgendwie drehen wollen, dann müssen mehr Chancen. Ja. Um eine Abwehr da an den Ball gekommen, aber der Keeper. Keine Ahnung, was der Pass sollte. Tor im Spiel von Schalke. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Schalke. Oh, die Riesenchance. Ah, nein. Dämmt. Wir mussten diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Da gibt es also einen Treffer für Schalke 04. Sie erhöhen auf 2:0. Schalke 04 führt 2:0. Mhm. Hier haben sie das geschafft. Nein. Ja. Ritter macht's. Nach dieser tollen Parade und es war wichtig, dass sie danach setzen, dass sie sehr schön versuchen im Nachschuss das Tor. Sehr schön. Zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden. Ich darf wahrscheinlich durchspielen, das ist ja wunderbar. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und da ist der Ball. Was war denn das für eine Flanke, Alter? Bin doch dumm hier. Dumm. Komm, hol euch den Ball. Ja, sehr schön. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Der Ball kommt. Nein! Für das Spiel der Hertha. Wir haben hier den zweiten Treffer für Hertha BSC.
Der neue Spielstand heißt nun 2:0. 76 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel. Jetzt brauchst du nicht mehr spielen. Gute Aktion. Er hat weiter den Ball. Gutes zu spielen. Ja, jawohl. Oh, 3:0, Gott sei Dank. Jetzt passiert doch nichts mehr. Opoku. Opoku. Entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu. Und es rächt sich. Schauen nur zu. Mhm. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Ja. Hungbo. Lune. Komm, holt euch doch den Ball. Schönes Dribbling hier. Wollt euch noch ein Gegentor kassieren? Spiel doch. Es geht doch viel schneller. Bis die mal hier vorne sind. Und mach das. Ach, schade. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Ah, ich darf durchspielen. Ecke kommt in die Mitte. Jawohl, gewonnen. 3:0. Ein Tor gemacht. Das ist schon mal sehr schön. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Jo. Überzeugt. Sehr schön gemacht. So, sind wir natürlich immer noch auf dem ersten Platz. Osnabrück hat 3:0 verloren gegen Düsseldorf. So. Oh, was gibt's denn hier? Persönlichkeit. Flair. Schicke Pässe und Schüsse werden mit größerer Präzision ausgeführt. Kontextabhängig werden Flair-Animationen ausgeführt. Ah, hier kann ich was Neues. Okay, wartet mal. Angeschnittener Schuss. Ruhender Ball. Entscheidender Pass. Weiter Pass. Lupfer. Powerschuss, okay, das ist noch nicht. First Touch. Schnittstellenpass. Hinter mir, das kann ich nicht lesen. jo. Ich denke mal, ist bei der Ballannahme weniger fehleranfällig und kann schneller mit größerer Kontrolle ins Dribbling. Holen wir das doch. So. Aktivitäten, mal gucken, was wir da haben. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt hier gemacht habe. Lies ein Buch über deinen Lieblingsfußballer. Mhm. Kaufe Beats-Kopfhörer. Ich habe doch schon Kopfhörer gekauft. Kaufe ein Trampolin. Was soll ich mit dem Trampolin? Tanzkurs. Werde Busreisensponsor. Kaufe eine hochwertige Hybridmatratze. Kaufe eine Ehrenloge. Freigeistpunkte. Nimm an einem Motivationskurs teil. Kaufe handgemachte Hemden. Kaufe ein teures Fahrrad. Achso, Bedingungen nicht erfüllt. Also hier, das kann ich machen. Komm, machen wir das mal hier. So. Gehen wir hier mal wieder raus. Gibt es hier irgendwas? Neuigkeiten? Opoku erzielt erstes Saisontor. Lautern baut Siegesserie auf 8 Spiele aus. Nürnberg verliert gegen Kaiserslautern 3:0. Hertha BSC 2:0 gegen Fürth. Ja. Vereinsnews. So, da wollte ich doch gucken. Acher holt sich den Spieler des Monats Awards. Spieler des Monats August. Die Kandidaten. War ich da auch dabei? Oh ja. Aber Ache wurde, ja. Schade. Also Lautern schlägt Rivalen Elversberg. Ja. Jo. Aber denke ich mal, war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.